Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. Dezember 2018. Ich möchte mein Angebot nochmal ankündigen, weil das gilt noch bis morgen, bis 31. Dezember 2018. Eine Videoberatung mit zwei Teilen. Der erste Teil ist eine Geburtshoroskop-Analyse. Der zweite Teil ist ein Jahreshoroskop für Jahr 2019, wo wir anschauen, was passiert im kommenden Jahr, welcher Lebensbereich wird aktiviert, was ist zum Erwarten, für 25 Euro, also insgesamt 25 Euro. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und das könnt ihr schreiben per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com oder über WhatsApp. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach indischen Astrologie oder nach westlichen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Dann noch die Neuigkeiten. Ich habe seit gestern einen neuen Kanal und das heißt Fernöstliches Liebesorakel. Da kommt natürlich viele Legungen, Tarot, Orakel, dann auch die Wandlung, die Transformation, was die I Ching zeigt und chinesischen Astrologie. Die Besonderheit ist die Tempelorakel. Das ist ein Bambusbecher mit Bambusstäben. Das schüttelt man, eins fällt raus und das sind die Orakelsprüche und das wird in fernen Östen befragt. Die Menschen gehen im Tempel, stellen ihren Fragen und die Priester beantwortet diese Frage. Und das biete ich auch an in diesem fernöstliches Liebesorakel. Jeden Tag einen allgemeinen Orakelspruch. Aber ihr könnt auch Fragen stellen, das wie eine Art Blitzberatung auch buchen. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem neuen Kanal. Ich freue mich, wenn Interesse besteht. Ich freue mich auch auf die Abonnenten und dafür bedanke ich mich auch. Und jetzt zu diesem Bild. Das symbolisiert die 12 Lebensbereiche. Bei Sonnenaufgang, und damit starten wir den Tag, weil naturgemäß beginnt den Tag mit Sonnenaufgang. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Steinbockgeborenen, dass ihre Persönlichkeit ändert, gerade ihren Auftreten, aber auch ihren Aussehen. Sie achten auch auf die Aussehen und sie haben die Bedürfnis wahrgenommen werden. Die zweite Lebensbereich, hier sind die Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann hat jetzt gerade einen Einfluss auf die Finanzen und für die Wassermann-Geborenen ist ein wichtiges Thema zurzeit um die Finanzen kümmern, aber auch um das Selbstwertgefühl. Der dritte Lebensbereich, und hier sind die Schulungen, Informationen, Medien, Internet, kleine Reisen, kleinere Veränderungen, Verbindungen mit Verwandten, Geschwistern, Nachbarn, Bekannten. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Widder. Und die Tierkreiszeichen Fischen gerade eingeschlossen im zweiten Lebensbereich. Und das bedeutet für die Fischengeborenen, sie haben das Gefühl, im Finanzen verbessert sich momentan nichts. Das ist wie
im Eis gelegt. Es kommt nicht im Fluss. Hier braucht man Geduld und Vertrauen. Es ändert sich dann, natürlich bewegt sich etwas. Der tiefste Punkt des Horoskopes zeigt, wie ein Baum, die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Das gibt uns Halt im Leben. Hier sind die Ahnen, hier sind die Traditionen. Und hier ist auch unsere vier Wände, unsere Wohnsituation. Die häuslichen Bereich. Dieses Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Stier. Die fünfte und die sechste Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Beide Lebensbereich hier. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder, aber auch unserem eigenen Kindheit, die Erinnerungen des inneren Kind. Und hier liegt die schöpferische Kraft, etwas spielerisch gestalten, was uns Lebensfreude bringt. Die sechste Lebensbereich sind die Pflichten, die Arbeit und Gesundheit. Das hängt zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Die siebte Lebensbereich öffnet sich mit Krebs und das ist die Partnerschaft. Und die achte Lebensbereich öffnet sich mit Löwe. Das ist die Transformation. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Das ist Ausland, Auslandskontakte, Reisen, auch die innere Reise. Und hier machen wir Lebenserfahrungen und sind wir auf die Suche. Das Sinn des Lebens, hier fühlen wir mit Gott verbunden. Jungfrau ist im achten Lebensbereich eingeschlossen. Es ist schwierig, gerade etwas zu verändern oder hat man Angst. Natürlich, hier ist wichtig, Angst loslassen, diese Transformation. Der höchste Punkt des Horoskopes, des Krone des Baumes, hier liegt auch die Bewunderung, die Anerkennung und die Berufung. Hier in die Spitze des Horoskopes ist die Tierkreiszeichen Skorpion. Die elfte und die zwölfte Lebensbereich öffnet sich mit Schütze. Die elften Lebensbereich liegen die Hoffnungen und Freundschaften. Die zwölfte Lebensbereich erleben wir karmische Themen. Hier sind die Geheimnisse des Lebens. Hier sind auch unsere geheimen Feinde und die Ursache der Erkrankungen. Sonne befindet sich im Steinbock, das ist Sonnenaufgang. Das heißt, Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf und im selben Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Krebs. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage im neunten Lebensbereich, aber übergeht dann im Skorpion. Mond bewegt sich relativ schnell. Wir können sagen, heute wirkt Mond in beiden Lebensbereichen Ausland, Auslandskontakte, Prüfungen, Bildung und Berufung. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im zwölften Lebensbereich. Das sind Handlungen, Gespräche, Termine und Verträge im Geheimen. Und hier liegen gerade die Geheimnisse. Das kann bedeuten, dass irgendwelche Verträge werden unterschrieben, was hinter den verschlossenen Türen passiert oder gibt es Termine für Verabredungen. Kann bedeuten, dass jemand ihren Geheimnisse an uns vertraut oder kann bedeuten, wir sollen lieber schweigen und unsere Geheimnisse nicht weiter erzählen. Kann auch eine Botschaft sein, dass unsere geheimen Feinde hinter unserem Rücken gerade schwätzen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion
in den 10. Lebensbereich. Und das bedeutet, die Kreativität kommt jetzt in Vorschein. Dann Arbeit im künstlerischen Bereich, aber auch Selbstständigkeit, und das zeigt Erfolg. Kann auch bedeuten, dass eine weibliche Person Unterstützung gibt, damit wir beruflich mehr Erfolg haben oder bekommen wir Anerkennung. Bedeutet auch, dass für die Damen ist gerade wichtig, die Berufung nachzugehen, ihren beruflichen Weg bestimmen. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen im 2. Lebensbereich eingesperrt. Viele Männer haben gerade finanzielle Themen, und hier ist auch Chiron und zeigt, wo weh tut. Gleichzeitig bringt auch Heilung. Mars und Chiron stehen in enge Verbindung, die wirken zusammen. Das bedeutet, besonders bei den männlichen Personen, sie fühlen sich verletzt, weil sie bekommen zu wenig Wertschätzung oder sind sie gerade nicht selbstbewusst, sie stehen nicht an ihren Werten, und das kränkt, bedeutet aber auch die Finanzen. Kommt keine Verbesserung und das kränkt etwas im finanziellen Bereich. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im Bereich Freundschaften im 11. Lebensbereich. Die Freundschaften vermehren sich, Jupiter vermehrt etwas, oder gibt es Glück im Bekanntenkreis, Freundeskreis, oder kommt die Gerechtigkeit durch diesen Jupiter-Einfluss? Kann auch Freundschaften im Ausland sein. Schütze symbolisiert auch Reisen und Ausland. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im 1. Lebensbereich. Und da sind Themen bei den Steinbock-Geborenen. Und das heißt Lernaufgaben. Zu sich selbst zu stehen und das auch zeigen, nicht weglaufen, nicht verstecken, sondern das auch zeigen, Kraft zu zeigen. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder im 3. Lebensbereich. Hier kommen Umbrüche, Veränderungen. Diese Rückläufigkeit der Uranus zeigt alten Themen, auch karmischen Themen, kann auch bedeuten, dass die Wiedergeborenen versuchen, etwas in Bewegung setzen im Internet, oder möchten sie eine kleinere Veränderung oder Kontakt zu Familie, zum Bekannten, und durch die Rückläufigkeit ist es momentan alles gebremst. Neptun zeigt unseren Träume, unseren Visionen, aber neigt auch zum Täuschungen. Neptun kann man nicht greifen. Hier in Tierkreiszeichen Fischen auch eingesperrt im 2. Lebensbereich. Neptun ist sehr wichtig für Künstler. Was ist das inspirierende Kraft? Neptun zeigt unseren Visionen und Träume, äußert sich auch über Traumbilder, muss ich auch sagen. Aber man kann Neptun nicht greifen. Ist auch logisch, Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Wie sollten wir das erfassen? Das ist sehr, sehr schwierig, aber traumhaft schön. Und die Ozean, das Meer ist wunderbar und sehr beruhigend. Das ist die Kraft Neptuns, aber es ist schwierig, hier etwas klären. Und das trifft den 2. Lebensbereich. Dort, wo um die Werte geht, Wertschätzung, aber auch um die Finanzen. Bei Neptun-Energie kann passieren, dass jemand versucht, etwas vortäuschen. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock im 1. Lebensbereich und zeigt das inneren Kraft, und wir bleiben im inneren Kraft erst dann, wenn wir vieles loslassen können, all das, was uns bedrückt. Und das wird gerade gezeigt für die Steinbock-Geborenen. Demeter ist Mutter Erde, zeigt die Natur. Oder Ceres,
Ich habe das Bild von Demeter, aber das ist dasselbe. Eine ist die griechische Name, andere ist die römische Name. Demeter befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt hier etwas, was unsere Erde betrifft, unsere Natur betrifft. Und natürlich kann das bedeuten, dass hier die Verhandlungen sind und die rechtlichen Lage wird besprochen, all das, was die Naturkatastrophen betrifft oder Gespräche, Verhandlungen, was unsere Erde, unsere Natur Auswirkung hat. Pallas Athene ist in Tierkreiszeichen Waage. Pallas Athene ist die Kriegsgöttin, hat aber mit Kriegen direkt solche Angriffskriege nichts zu tun, sondern Pallas Athene ist die Göttin, die Kunstwerk, die Schmiedekunst und Waffenherstellung, und Pallas Athene kennt die Strategie des Krieges. Und das ist diese strategische Weisheit, was wir auch brauchen im Leben, strategisch zu sein, diese Schachzüge zu kennen, und wirkt hier bei Tierkreiszeichen Waage und kann auch mit Auslandskontakte zurzeit auch etwas zu tun, kluge Entscheidungen zum Treffen oder verstehen, was die anderen meint, dass man voraus ahnen kann, was kommt als übernächster Schritt, diese Schachzüge im Leben zum Erkennen. Hera ist die Frau von Zeus und zeigt als Göttin die Ehe. Hera und auch für die Familie, Ehe und Familie. Hera befindet sich im Stier. Vesta oder Hestia ist die Feuergöttin, das ist dasselbe, eine ist die griechische Name, andere ist die römische Name, und das zeigt wie eine Priesterin. Hestia ist die Feuergöttin und Priesterin, und dieser Feuer hat eine reinigende Wirkung, befindet sich im Wassermann, hat einen Einfluss auf unsere Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl, das zu bereinigen, damit die Finanzen verbessern sich, und das energetisch hängt auch zusammen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und hat einen Einfluss von Schiff Argo. Das ist ein großes Sternbild im Himmel. Und mit diesem Schiff Argo sind die Argonauten gefahren und haben die goldenen Felder wieder geholt. Und das bedeutet diesem Sternbild Bewegung, Reisen, Wohlstand, und hat einen Einfluss auf Mond, beziehungsweise die Mond hier in diesem Lebensbereich, 9. und 10. Lebensbereich, wird Schiff Argo hier wirksam. Mond nimmt diese Energie auf, Mond empfängt die Energien, saugt auf wie ein Schwamm und vermittelt uns weiter. Merkur befindet sich im Schütze und hat einen Einfluss von Asklepios. Hier Demeter, Merkur empfängt Einfluss von Asklepios. Asklepios ist der himmlische Arzt, der Sohn von Sonnengott Apollo. Ich erzähle dazu die Geschichte, weil diese Geschichten haben symbolische Bedeutung, und Merkur vermittelt diese Bedeutung von dieser mythologischen Geschichte, und hier handelt es sich um unseren geheimen Feinden, hier handelt es sich um Gespräche, Verhandlungen hinter geschlossenen Türen, und
diese Geschichte ist folgendes. Also Asklepios ist der himmlische Arzt. Es gab ein Kind, der Sohn von einem König, und dieses Kind ist ein Honigtopf gefallen, war schon am Sterben. Und dieser Asklepios musste dieses Kind heilen. Dann kamen zwei Schlangen. Die eine Schlange hat den Heilkräuter in sich, der anderen Schlange hatte die Gift in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Heilt das Kind mit dem Heilkräuter oder nimmt die andere Schlange, was die Gift in sich trägt? Asklepios ist auch der Schlangenträger. Zum Glück hat Asklepios die richtigen Schlangenenergie gewählt und hat das Kind gerettet und geheilt. Und diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Und gerade jetzt, wo mit Merkur in Verbindung steht, wo um die Nachrichten, um die Gespräche, um die Information handelt, zum Überlegen, welche Nachricht kommt auf uns zu, was wird uns erzählt, dass wir hier überlegen, ist das der Schlange mit dem Gift? Und das ist die Lüge. Oder ist das die Schlange mit dem Heilkräuter und das ist die Wahrheit? Wenn wir alles glauben, was uns erzählt wird, dann verhalten wir genauso wie dieses Kind, der Sohn von König, und fallen wir in einen Honigtopf. Weil eine Lüge kommt immer honigsüß verpackt. Und dann brauchen wir Heilung. Also hier ist es wichtig, achtsam sein, wer was erzählt und überlegen, ist das jetzt der Schlange mit dem Gift, ist das eine Lüge oder was war das der Heilkräuter und ist das die Wahrheit? Und hier brauchen wir eine klare Entscheidung, besonders in diesem geheimnisvollen 12. Lebensbereich, wo auch unsere geheimen Feinde sind. Mars hat einen Einfluss von Skat, genau. Mars hat einen Einfluss von Skat. Diesen Stern Skat bedeutet Wünsche. Wünsch dir was. Dieser Wunsch geht zum Erfüllung, das was dieser Stern Skat als Glücksstern vermittelt. Es ist zwar alles eingesperrt. Hier braucht man Heilung. Andere vielleicht versuchen etwas vortäuschen. Besonders die männlichen Personen sind damit betroffen. Also wichtig ist die Werte, Wertschätzung und auch um die Finanzen kümmern. Aber zum Glück, Skat gibt diese glücksversprechende Energie und das ist wichtig, daran glauben und dann kommt etwas in Bewegung, befreien von diesem eingesperrten Position. Welche Verbindungen haben wir? Mond steht in Verbindung zum Pluto. Das ist eine gewisse Spannung und das bedeutet, das ist eine Herausforderung, etwas loslassen, von etwas verabschieden oder etwas kündigen oder trennen. Mars steht in Konjunktion zum Chiron. Die wirken zusammen und Chiron zeigt, wo weh tut, was kränkt. Und gleichzeitig bringt Heilung. Und Mars, natürlich haben wir Frauen diese Mars-Energie auch. Und das ist astromedizinisch unsere Muskulatur und die Blutbildung, dass hier Heilung brauchen wir, etwas in Bewegung setzen zu können. Aber Mars-Energie bedeutet auch die männlichen Personen und hier die Heilung.
Mars steht in einer schönen Verbindung zum Uranus. Uranus gibt die Unterstützung, dass diese Umbrüche, Veränderungen kommen. Venus und Pluto steht in einer schönen Verbindung. Das heißt, die weiblichen Personen haben diese Kraft, oben zu sein, etwas in die Öffentlichkeit bringen, Glück in beruflichen Situationen. Und Pluto gibt dazu die inneren Kraft, auch die Überzeugungskraft. Und die Damen tun leichter damit, etwas loslassen und von etwas verabschieden, trennen, kündigen. Hier ist eine angenehmere Verbindung, eine bessere Energiefeld als bei den männlichen Personen gerade. Mond steht in einer schönen Verbindung zum Merkur, das ist in den Gesprächen. Und hier bei Mondenergie natürlich geht es um Gefühlen. Jupiter und Saturn steht auch eine gute Verbindung. Saturn, Jupiter, hier die Lernaufgabe. Jupiter hier, Jupiter und Saturn, genau. Hier ist die Lernaufgabe, die Gerechtigkeit vertreten. Und wenn etwas ungerecht läuft, das auch mal anschauen, die Augen dafür öffnen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.